Hallo und herzlich willkommen zum Podcast Endlich Coach Großes Wagen, wofür mein Herz schlägt, als Coachin möglichst vielen Frauen Mut zu machen, ihre Coaching-Persönlichkeit zu entwickeln und ein erfolgreiches Business aufzubauen. Mein Podcast ist dein Business Buddy, der dir regelmäßig zuruft, du schaffst das, fang an, du bist gut, bleib dran, bald hast du dein Ziel erreicht, geh jetzt den ersten Schritt. Hol dir in diesem Podcast den Mut, den du brauchst, um Großes zu wagen. Bei mir heute im Podcast Anja Niekerken. Wenn man bei Google sich informiert, dann findet man sowas wie Gewächs des Nordens, sabbeln ohne Punkt und Komma über Dinge, die sie freut und begeistert und fesselt, darüber schreiben oder einfach die Klappe halten und fasziniert zuhören. Ich hoffe jetzt mal, dass sie heute bei mir nicht die Klappe hält, sondern viele Einblicke darüber gibt, wie man Sachbücher schreibt, denn dafür ist die Expertin. Wenn man bei Amazon sie googelt oder sie sucht, dann kann man lange scrollen. Sie ist da erfolgreiche Autorin und heute bei mir im Podcast. Herzlich willkommen, Anja. Bettina, herzlichen Dank für die Einladung. Ich freue mich, dass ich da bin. Wie bist du denn eigentlich zum Schreiben gekommen und wie bist du dazu gekommen, das dann auch noch zu deinem Business zu machen? Okay, also ich bin zum Schreiben tatsächlich gekommen. Ich sag mal, also wenn ich sage, wie die Jungfrau vom Kind, stimmt das zum Kind stimmt das nicht, weil ich mein erstes Sachbuch, ich muss mal kurz zurückrechnen, 14, ich glaube mit 45 oder mit 46 geschrieben habe. Ne? Und da war die Jungfrauenzeit ja schon lange rum. Ne? Habe einen erwachsenen Sohn, also von daher, das kann nicht funktioniert haben. Ich habe angefangen mit dem Sachbuchschreiben im Grunde, weil mir mal jemand gesagt hat, du, Autorität kommt von Autor. Und dann dachte ich so, ja, okay, das ist logisch. Zu der Zeit war ich noch als Führungskräftetrainerin unterwegs. Und da dachte ich mir, ja, okay, das klingt gut, das kann ich mir gut vorstellen, dass das so funktioniert. Und zur gleichen Zeit hat mein Vater damals mich gefragt, weil ich schon gebloggt habe, wo man denn das Ganze runterladen könnte oder wo man dann das Ganze kaufen könnte, was ich so schreibe. Dann habe ich gesagt, nee, Papa, das ist online. Also da musst du auf meinen Blog gehen und na so, dann kannst du das so und so machen. Und dann sagt er, nee, ich wollte das irgendwelchen Leuten einfach mitgeben. Nee, wenn das so nicht geht, dann nicht. Das waren so zwei Impulse, die so gleich hintereinander kamen. Und dann dachte ich mir, ja, vielleicht machst du das mal. Und gleichzeitig habe ich einen Blogartikel darüber gefunden, wie man aus Blogartikeln ein Buch machen kann. Und ich hatte schon so viele Blogartikel und dann habe ich gedacht, so ja, komm, dann machst du das mal. Und so ist mein erstes Buch entstanden aus verschiedenen Blogartikeln. Und das habe ich dann damals als Geschenk genutzt für meine KundInnen. Ne? So im B2B-Bereich, Führungskräftetrainings. Und dann habe ich das halt an alle meine KundInnen verschickt und natürlich an die Leute oder an die KundInnen in Spe, an die ich gerne ran wollte. Und das war ein wahnsinnig gutes Marketinginstrument für mich. Und so ist dann das nächste Buch entstanden, auch wieder als Weihnachtsgeschenk. Und gleichzeitig habe ich dann gedacht, so nee, komm, jetzt machst du es aber mal richtig und habe ein Exposé geschrieben für einen Verlag. Und ich habe, ich weiß es gar nicht, ich glaube 50 Verlage oder so habe ich damit belästigt, weil ich wusste noch nicht so genau, wie ist das jetzt, ne? So, wo schickt man sein Exposé am besten hin und. Und ein Verlag hat tatsächlich ja gesagt und so ist das Ganze ins Rollen gekommen. Da kommen wir vielleicht nachher auch nochmal genauer drauf, wo veröffentlicht man denn überhaupt Bücher? Das ist ja auch die Frage, mache ich das über Amazon Books on Demand oder eben über einen Verlag? Da würde ich gerne nachher auch nochmal vielleicht drauf eingehen, aber vorher auch nochmal so die Frage, du erzählst jetzt so selbstverständlich davon zu schreiben. Das ist ja auch irgendetwas, was man lernen muss oder es ist eine Kompetenz. Ja. Ich kann mich ja nicht einfach über meine Tastatur setzen und dann kann ich schreiben. Also ich selber zum Beispiel, ich habe mal irgendwann Germanistik studiert und dachte so auch, ja, ich beherrsche irgendwie schon die deutsche Sprache, Rechtschreibung, Zeichensetzung und Wortwahl und so weiter. Aber für eine bestimmte Leserschaft zu schreiben, ist ja nochmal eine ganz andere Sache. Mhm. Wie hast du das gelernt? Also ich komme originär aus der Werbung und aus dem Marketing. Das ist so meine, das sind so meine Wurzeln. Ich habe mal Grafikdesign tatsächlich studiert, aber Grafik und Kommunikation und habe dann gleich als Texterin in der Werbung angefangen. Also ne, so ich komme aus diesem Bereich und habe auch immer viel geschrieben während meines ganzen Berufslebens. Also das ist schon mal das Erste. Aber das muss nicht Grundlage sein, denn Schreiben lernst du genau wie Laufen, Schwimmen übers Schreiben.
Ne? Also du musst es tun und nicht erwarten, dass die ersten Texte gleich so super brillant sind. Also wenn ich meine ersten Blogartikel sehe, aus denen ich damals mein erstes Buch gemacht habe, ne? Also die Bücher habe ich auch schon rausgenommen. Ne? Also die sind bei Amazon, also man sieht sie zwar noch, man kann sie gebraucht noch kriegen, weil ich finde die heute unsagbar doof. Natürlich. Aber in dem Moment war es so, war das halt mein Stand. Und auch die Bücher, die ich alle schon jetzt danach noch publiziert habe, das würde ich heute auch nicht mehr so schreiben. Gar keine Frage. Also so Schreiben entwickelt sich. Und das ist, glaube ich, das Allerwichtigste, wo die Leute immer so ein, so vorhaken und denken, ich kann das nicht. Doch klar, kannst du. Schreib einfach erstmal. Ne? So Tagebuch, vielleicht hast du früher mal Tagebuch geschrieben, habe ich auch gemacht. Ich war begeisterte Tagebuchschreiberin. Mach das. Und so lernst du schreiben und übers Lesen. Mhm. Ne? So lies Sachen, also ganz viel lesen. Und ein guter Tipp, den wo ich mal drüber gestolpert bin, was ich zum Beispiel mache in Büchern, wenn ich einen tollen Satz sehe, den ich richtig gut finde, den schreibe ich mir einfach raus. Oder eine tolle Formulierung schreibe ich mir auch auf. Weil das sind so Sachen, wo ich denke, so, ah, das finde ich richtig gut. Oder auch, manche passen nicht zu mir, aber manche passen dann auch zu mir. Und das dann immer weitermachen. Ich finde jetzt noch interessant, dass du so formulierst, das passt zu mir, anderes passt nicht zu mir. Oder an welchen Sätzen bleibst du hängen und schreibst dir die dann raus? Es ist ja wahrscheinlich auch wirklich eine Entwicklung, so den eigenen Ton zu finden, die eigene Wortwahl zu finden. Du hast ja auch manchmal das Recht deftig, die Kunst kein Arschloch zu sein, ist ein solcher Titel zum Beispiel. Das ist ja auch dann nicht jedermanns Stil. Du hast das dich entschieden, an manchen Stellen so zu schreiben oder überhaupt. Du hast deine Sprache, deinen Ton gefunden. Ich habe so bei mir die Erfahrung gemacht, mein Newsletter schreiben. Das war für mich von Anfang an ein Teil meines Marketings. Und ich habe jetzt neulich mal wieder geguckt, wie viele Newsletter habe ich eigentlich? Ein paar hundert sind es schon. Und wie waren meine ersten? Da habe ich dieselbe Erfahrung gemacht, wie du das auch gerade beschreibst. Ja. Da dachte ich, oh Himmel, das würde ich heute nie wieder verschicken. Aber okay, man fängt an und irgendwie findet man dann allmählich seinen Weg. Wie hältst du es denn mit so sprachlichen Vorbildern, sprachlich, also du hast gesagt, lesen, klar, das ist ein Vorbild, aber auch, es gibt ja auch Angebote mit Formulierungshilfen oder auch, ja jetzt ganz aktuell KI. Wie gehst du so mit Vorlagen und Vorbildern um? Findest du das sinnvoll? Jein. Also gibt ein ganz klares Jein. Also zum einen ist es ja so, wenn wir mal in die Lernforschung gehen, wir lernen ja durch Nachahmen. Das ist ja unsere erste Form des Lernens. Ne? So Kinder, kleine Kinder lernen durch Nachahmen. Das, was wir immer so lustig finden, wenn so Kleinkinder so mit 3 oder 4 oder 5 oder 6 so altkluge Sätze raushauen, die haben die ja irgendwo her. Die haben die von Oma, die haben sie von Opa oder von Mama und Papa. Also irgendwo haben sie das aufgeschnappt. Das ist ja keine kreative Leistung, die da bringen, sondern das ist ja reines Kopieren. Und über dieses Kopieren entwickelt sich ja nach und nach und über die Rückmeldungen, die dazu kommen, entwickelt sich nach und nach so eine Persönlichkeit. So. Und genau so ist es mit dem Schreiben auch. Ich habe überhaupt nichts dagegen, am Anfang so zu schreiben wie andere oder zu sagen, ne, so das finde ich gut und ne, so dann fällt man in diesen Schreibstil rein. Ist überhaupt kein Thema. Aber immer im Hinterkopf behalten, mal gucken, was ich da, also wo finde ich mich dann da drin? Das finde ich völlig in Ordnung. Ich glaube, das braucht auch so eine Sensibilität, die man mit der Zeit entwickelt. Fühlt sich das eigentlich gut an, was ich da gerade schreibe? Passt das zu mir oder ist das gar nicht so meine Wortwahl? Also ich habe am Anfang auch mich an Vorbildern orientiert, hatte dann so Beispiel Newsletter, so kann man eine gute E-Mail schreiben. Und dachte ich, okay, machst du mal ein bisschen was davon. Und mit der Zeit habe ich gemerkt, nee, das fühlt sich nicht nach mir an. So. Ja, oder man bricht da so ein bisschen raus, ne? Also so wie aus so einer Eischale, sag ich mal. Also so man brütet sich sozusagen selbst aus. Es ist so ein Bild, ne? So man hängt erst noch in diesen Vorlagen und dann brütet man immer weiter, während man schreibt und merkt dann, ah, okay, nee, alles klar. Und dann kann man diese Schale dann irgendwann abstreifen. Also, und was ich noch
was mir immer wirklich geholfen hat irgendwann, mir ist irgendwann dann mal aufgefallen, dass ich Rückmeldungen gekriegt habe. Ja, du sagst ja immer das und das. Und dann dachte ich so, ach ja, krass, das ist ja richtig, das stimmt. Und habe das dann irgendwann absichtlich eingebaut. Weil so kannst du dann auch deine Welt und deine Persönlichkeit kreieren. Also so deine Leute freuen sich dann natürlich auch darüber. Ne? So, ich sag zum Beispiel im Podcast gerne, auf geht die wilde Fahrt, gibt's in meinen Newslettern auch immer wieder. Oder Wissen ist nur der Trostpreis. Umsetzen ist der Jackpot. Wenn du solche Sachen dann merkst oder auch, mir ist immer wieder gespiegelt worden, ja, also ne, die Hamburgerin kannst du ja auch nicht verbergen. Am Anfang dachte ich immer so, nee, so doll ist das gar nicht, ich spreche gutes Hochdeutsch. Und es ist mir immer wieder gespiegelt worden und habe ich gedacht, ja, alles klar, dann bauen wir das doch weiter aus, mhm, weil die Leute das gut finden. Und jetzt versuche ich auch nicht mehr, das zu verbergen, sondern hau das raus, mein Newsletter fängt mit Moin an und hört mit herzliche Grüße aus Hamburg Süden auf. Na klar. Und das findet sich aber mit der Zeit. Das war am Anfang auch nicht so. Das ist ja dann letztlich auch ein Teil von Personenmarke. Wenn ich Schreiben zum Teil meines Marketings mache und finde so meinen eigenen Ton, dann ist das ein Stück auch meiner Marke. Also mit so einer bestimmten Floskel am Ende meines Newsletters. Bei mir steht immer auf zum Erfolg, weil du kannst, was du willst. Ja. Also auch sowas zu haben, das finde ich, das zu entwickeln. Aber auch das entwickelt sich ja. Das hat man nicht von heute auf morgen. Und das, was du sagst mit dem lokalen oder regionalen Tonfall, das finde ich auch so schön. Ich bilde mir ja auch ein, grundsätzlich mal Hochdeutsch zu sprechen. Aber ich weiß, dass man meine Ruhrgebietsheimat auch durchaus gerne mal durchhört. Und neulich sagte auch mal jemand zu mir, ach, dein Dat, das mag ich auch einfach. Und ja. Ja. Ja, und genau das ist das. Also, und ich glaube, dass sich viele, es ist egal, ob Newsletter schreiben, Blogartikel schreiben oder Sachbuch schreiben, was auch immer, dass sich viele am Anfang zu viel Kopf machen und zu perfekt sein wollen. Also diese ganze, also so Schreiben ist auch eine Entwicklung. Selbst die großen Meister von Romanen und Belletristik, die sagen auch, also das entwickelt sich und man findet irgendwann seine eigene Stimme, seine eigene Erzählstimme. Die hat man nicht von Anfang an. Das ist ganz normal. Mhm. Wenn jetzt die Menschen, die uns hier zuhören, am Anfang stehen von Selbstständigkeit oder ein paar Schritte weiter schon unterwegs sind und sagen, jo, Blog, das könnte ich mir eigentlich gut vorstellen und eine gewisse Neigung zum Schreiben habe ich. Was empfiehlst du denn dann, wie man da startet? Also wie schreibe ich einen Blogartikel? Einfach in meinen Kurs kommt? Nein, Spaß. Also da frage ich gleich noch nach. Ja, überhaupt kein Ding. Also grundsätzlich ist es auch da wieder erstmal anfangen, ne? So, und guck dir andere Blogs an, auch gerne von KonkurrentInnen oder aber auch Blogs ganz aus einem ganz anderen Bereich, die du magst. Und dann guck dir mal an, wie haben die das denn so ungefähr gemacht? Und dann trau dich einfach mal loszuschreiben. Nimm dir ein Thema, also nicht jetzt gleich das große Ganze, sondern ne, so nimm dir eine Frage, die deine Leute oder deine KundInnen in Spe haben und die beantwortest du einfach schriftlich im Blogartikel. Und dann guckst du mal, wo du landest. Ganz einfach mit ne, so Einleitung, Hauptteil, Schlussteil, mit dem Call to Action noch am Ende. Und fertig ist die Laube. Und sich nicht zu viel Gedanken am Anfang machen, das sage ich meinen Blog-Homies auch immer, hört auf mit SEO und mit diesem ganzen Kram. Das könnt ihr später machen, wenn ihr schon im Schreiben drin seid. Erst ins Schreiben kommen und dann kann man das Ganze nachziehen. Klar, das ist dann wieder nochmal ein bisschen mehr Arbeit. Wenn du schon im Schreiben bist, dann natürlich mit Keyword-Recherche und allem drum und dran. Aber erstmal reinkommen, erstmal schreiben. Ja, es ist sonst eine Bremse, die am Anfang einfach da ungünstig ist, wenn man denkt, so, wow, an was für Dinge muss ich jetzt noch alle denken, bis ich hier meinen Text aufs Papier oder in den Bildschirm bringe. Genau. Und der Witz ist, also so einer meiner besten Artikel, die am besten ranken, die auf Google Seite 1 ranken, ein Artikel über Sachbuch schreiben, wie man eine Struktur baut, der rankt wirklich mit am besten, habe ich überhaupt nicht auf Keywords, keine Keyword-Recherche gemacht, nicht auf SEO geachtet, gar nichts. Also, na, so klar, der jetzt mittlerweile gucke ich mir das an, ich ziehe den immer noch mal ein bisschen nach, damit er dann auch noch ein Stück höher rutscht. Das mache ich jetzt alles, aber der ist davon ganz alleine hingerutscht, ohne dieses ganze Brimborium. Mhm. Du hast ja vorhin beschrieben, dass dein erstes Sachbuch entstanden ist aus den Blogartikeln, die du geschrieben hast. Wie bist du da vorgegangen? Wie hast du das gemacht? Und vielleicht jetzt auch nochmal in dem Zusammenhang, wenn man so Anfängerin ist in Richtung Sachbuch schreiben. Du hast vorhin schon mal die Verlagsfrage oder Selbstverlag, also renommierter Verlag angesprochen. Vielleicht kannst du dazu noch ein bisschen was sagen.
Okay, also es gibt kein richtig oder falsch, ob Selbstverlag oder ob renommierter Verlag. Das kommt drauf an, was du willst mit deinem Sachbuch. Wenn du in einem renommierten Verlag schreibst, ist das natürlich maximale Reputation. Das ist im Self-Publishing nicht so. Das geht auch dann langsam hoch, ne? So, du musst im Self-Publishing bestimmte Qualitätskriterien musst du treffen, ne? So, du musst ein ordentliches Cover haben, nicht diese selbstgestalteten Baukästen oder sonst irgendwas. Das muss ordentlich gesetzt sein. Es muss ein Lektorat drauf geguckt haben. Das kostet dann natürlich am Anfang. Da gehst du dann in Vorleistung. Das einfach mal vorab. Aber wenn du im renommierten Verlag schreibst, hast du natürlich maximale Reputation. Besseres Testimonial an sich kannst du gar nicht kriegen. So, das ist das eine, ne? So, wenn ich das Sachbuch so einsetzen will. Das andere ist, um überhaupt erstmal auch einen Fuß in die Tür zu kriegen in dieses ganze Schreibbusiness, weil es wird einfacher, wenn du schon ein Buch im Self-Publishing hast, was relativ gut dasteht, in einem Verlag unterzukommen. Früher hat man immer gesagt, ja, dann nimmt dich kein Verlag mehr. Nein, das Gegenteil ist der Fall. Es ist nämlich so, dass die Verlage gucken, die suchen nämlich auch neue Leute, dann scrollen sie nämlich auch mal durch Amazon, durch die ganzen Self-Publishing-Bücher und. Und sie sehen, ah, guck mal, der oder die hat schon ein Buch voll gekriegt. Das ist nicht ganz unwichtig bei ErstautorInnen in Verlagen, weil viele springen ab und schaffen dann das Buch nicht. Das ist ja eine Frage, die sich so ein Verlag auch stellt. Und jetzt zu deiner Frage, wie man aus einem Blog ein Sachbuch macht im Self-Publishing. Das ist verhältnismäßig einfach. Du kannst einfach deine Blogartikel schreiben. Schreib mal einmal im Monat einen Blogartikel, dann hast du 12 Blogartikel. Das ist ein Buch. Und dann schreibst du eben nicht irgendwie, dass es, also, oder dann stellst du das Buch nicht so auf, dass es hintereinander wegzulesen ist, sondern dann schreibst du 12 Aspekte von XY. Ne? So, an diese 12, oder diese 12 Aspekte, daran musst du denken, wenn du dich selbstständig machen willst oder so. Ne? Und die wichtigsten 12 Punkte, um sich selbstständig zu machen. Und dann kann jedes Kapitel für sich stehen. Du kannst natürlich dann kleine Übergänge schreiben, schreibst so ein Vorwort, ein Nachwort und ein Inhaltsverzeichnis. Fertig. Mhm. Es gibt ja auch diese Sachbücher im Selbstverlag, die manche Anbieter auch quasi verschenken oder nur gegen Porto verkaufen, weil sie das richtig gezielt ja als Marketinginstrument nutzen und auch mit dem Inhalt schon auch auf Produkte verlinken. Kannst du dazu auch nochmal was sagen? Was hältst du davon? Nix. Also kann ich ganz klar sagen, halte ich gar nichts von, weil erstmal so dieses Buch verschenken ist ja gelogen. Ne? Also so, das ist ja eine glatte Lüge, weil in dem Moment, wo ich da draufklicke, muss ich 5 Euro und ein paar zerhackte oder mehr zahlen. Dann heißt es, es sind die Druck- und die Portokosten. Das ist ja schon mal schön und gut, aber es ist kein Geschenk. So, ne? Ein Geschenk kostet dich gar nichts. Das ist auch dieses, also selbst wenn ich ein E-Book zum Download runter, also ne, bereitstelle, schenke ich dir das auch nicht, sondern ich will dafür deine E-Mail-Adresse haben. Deswegen heißt es heute für 0 Euro und nicht irgendwie geschenkt oder so. Also, das ist das Erste. Ich würde das nicht empfehlen. Das funktioniert. Ne? So, keine Frage, es funktioniert. Das ist eine Marketing-Schiene, die funktioniert. Ich würde es nicht machen, weil ich finde es einfach unglaubwürdig. Du fängst einfach gleich an, deine Kunden zu bescheißen, sagen wir es mal so. Und das finde ich nicht in Ordnung. Also das ist nicht mein Ding. Ne? So, aber es ist ein funktionierender Marketingkanal. Trotzdem, auch wenn du das nicht machst, wenn du ein Buch einfach nur bei Amazon verkaufst, im Self-Publishing oder über einen großen Verlag, dann ist dieses Buch ein Marketinginstrument. Nicht so, wie wir das klassisch von diesen Geschenkbüchern kennen, sondern diese Bücher arbeiten sozusagen über Bande. Du wirst über Amazon gefunden. Ich meine, wenn man mich googelt, findet man zuerst alle meine Bücher. Und dann denkt man im ersten Moment, ja, nicht, also irgendwie, wer ist das denn, sondern, ach krass, guck mal, so viele Bücher hat die schon geschrieben, die muss kompetent sein. Also so, das zahlt in deine Kompetenz einfach mit ein, in deine Auffindbarkeit, also dass dein Name gefunden wird. Und es zahlt natürlich darauf ein, wenn du im Verlag schreibst, dass schon mal, also dass der Verlag schon mal auf dich gesetzt hat. Und es ist auch wieder ein Grund zum Beispiel für Presse, über dich zu berichten, weil sonst hat Presse überhaupt keinen Grund. Eine meiner Sachbuch-Online-Kurs-Teilnehmerinnen, die hat jetzt schon das zweite Buch geschrieben, die Caroline, und die hat mit dem ersten Buch im Self-Publishing hat die einen Artikel in der SZ bekommen und einen Artikel in der Brigitte und hat dadurch so viel Reputation gekriegt. Also das ist so ein,
Es ist so ein Trittbrett sozusagen, wie so eine Räuberleiter funktioniert ein Buch. Wenn ich mit meinen Coaches arbeite, dann arbeite ich auch sehr intensiv daran, so wie kannst du eigentlich herausstellen, wer du bist in deinem Business. Und ich argumentiere auch immer so in eine Richtung, dass ich sage, je stärker du dich spezialisierst, umso besser kannst du auch da wirklich zur Expertin werden. Und den Gedanken könnte man ja auch jetzt wirklich weiterführen und sagen, und wenn du dein Thema hast, du bist dafür Expertin und dann kannst du auch darüber ein Buch schreiben und dann wird immer mehr klar, okay, die oder derjenige steht für. Und dann hat man sozusagen die Expertise, die dann nochmal gebündelt in ein Buch geflossen ist. Genau so ist es. Und letztendlich, also kleine Anekdote am Rand, als ich angefangen habe als Führungskräftecoach, wo ich noch keine Bücher hatte, gab es hier auf der Ecke bei mir auch eine Anja Niekerken, Altenpflegerin, selbstständig. Und die war auch immer, also ne, wir haben immer gleichzeitig auf Google gerankt. Heute findest du die nicht mehr. Heute stehen nur noch ich da. Und das liegt an den Büchern. Klar. Bücher und wahrscheinlich auch eben inzwischen SEO-Texte, die ranken. Ja, na klar. Also und PR-Artikel, aber alle PR-Artikel, also ich habe auch wahnsinnig viele PR-Artikel bekommen, alle immer nur über das Trittbrett Bücher. Was ist denn für dich ein guter Zeitpunkt, um beim Weg in die Selbstständigkeit, um über das Sachbuch als Marketinginstrument wirklich nachzudenken? Würdest du das schon am Anfang empfehlen? Würdest du sagen, nee, wart erstmal noch ein bisschen, bis du, und was wäre dann so eine Station? Was denkst du da? Ah, das ist eine gute Frage. Also ich, aus dem Bauch raus würde ich immer sagen, sofort. Aber wenn du jetzt dich heute selbstständig machst und heute frisch in die Selbstständigkeit gehst, dann würde ich sagen, ein Jahr bloggen und aus den Blogs das erste Buch machen und dann das erste zusammenhängende Sachbuch schreiben. Das wäre, glaube ich, so der beste Weg. Du bist ja jetzt als Sachbuchexpertin, einfach auch Schreibexpertin. Wenn wir nochmal einen kleinen Schritt vors Bloggen gehen und über Newsletter, über E-Mails, über Post in Social Media nachdenken, welche Rolle hat dieses Schreiben für dich im Zusammenhang mit dem Schreiben größerer Zusammenhänge? Also ich gehe immer von meinem Blog aus. Bei mir startet alles immer mit meinem wöchentlichen, beziehungsweise alle zwei Wochen schreibe ich einen Blogartikel, ne, so immer mit meinem Blogartikel. Und aus dem Blogartikel mache ich meine Social-Media-Posts für die Woche. Ich schreibe meine Blogartikel mittlerweile aber auch schon so gezielt, ne? Also so, ich gebe zum Beispiel mittendrin irgendwie mal 5 Tipps. Und diese 5 Tipps, die sind schon dann auch so geschrieben, dass es 5 einzelne Social-Media-Posts praktisch sind. Und ne, so das lernt man halt auch mit der Zeit. Wenn man mit dem Bloggen anfängt, würde ich das erstmal nicht so machen. Aber ne, so aus dem Blog generiere ich alles. Und die meisten, sag ich mal, Coaches oder auch selbstständigen Unternehmen ja auch, schreiben ja nur einmal die Woche Newsletter. Und dann kannst du daraus aus dem Blog auch wieder den Newsletter machen, auf den Blog verlinken. Hier kriegst du noch mehr zu dem Thema. Und, ne, und so hast du praktisch deinen gesamten Content für die ganze Woche schon generiert aus diesem einen Blogartikel. Ich schreibe nun einmal, also ich schreibe täglich einen Newsletter, also aber so verrückt muss niemand sein, ne? Also so, das empfehle ich nicht zu anfangen, das muss man nicht machen. Und das hat natürlich auch wieder was mit Strategie zu tun. Und das passt eben auch nicht einfach zu jeder Strategie. Das finde ich nochmal jetzt einen sehr wertvollen Tipp, weil ich erlebe gerade auch am Anfang der Selbstständigkeit, dass die Frauen, mit denen ich zu tun habe, auch sagen, so, das ist alles so viel. Ich weiß eigentlich überhaupt nicht, wo ich anfangen muss. Ich muss Social Media bedienen, ich muss einen Blog schreiben womöglich noch, da muss ich mir noch was anderes überlegen, dann will ich vielleicht doch auch das Sachbuch anfangen. Wie mache ich das bloß alles? Und das ist schon, finde ich, jetzt ein richtig wertvoller Hinweis, auch wirklich zum Fokus halten und Fokus setzen. Ja. Fokus zu sagen, wenn ich Lust habe mit Schreiben und wenn ich auch online und Online-Marketing mit Texten betreiben will, da den Ansatzpunkt setzen und von da aus so schneeballmäßig streuen. Ja, auf jeden Fall. Also, ne, und so, das ist auch das Medium, was am wenigsten technischen Aufwand braucht. Also, das ist die geringste Einstiegshürde. Man kann es aber auch anders machen. Also man könnte es jetzt auch so machen, wenn man halt gut quatschen kann, dann quatscht man halt einen Podcast ein
lässt den transkribieren vom Programm, weil die meisten Podcast-Programme, die transkribieren das automatisch mit, und schreibt daraus den Blogartikel und macht daraus dann die Posts. So rum geht's auch. Aber ich würde mir immer, also entweder den Podcast oder den Blog, also der Blog hat, wie gesagt, ne, am wenigsten Einstiegshürden, nehmen und daraus alles für die ganze Woche machen. Und ne, so ich zum Beispiel, ich vertone meinen Blogartikel, vertone ich einfach nur. Ich mache Interviews alle 2 Wochen und alle 2 Wochen vertone ich meinen Blogartikel. Mhm. Mehr mache ich da gar nicht. Ne? So ich lese den wirklich vor. Das klingt bei mir ein bisschen anders, weil ich es auch gewohnt bin, Vorträge zu halten. Aber ne, so man kann dann einfach seinen Blogartikel vorlesen und man kann daraus dann nachher auch noch YouTube-Videos machen. Weil das Skript hast du dann ja schon. Ja, diese Kombination aus Blog und Podcast mache ich auch. Also jedes Mal, wenn ich einen neuen Blog habe, dann, man spricht dann im Podcast natürlich ein bisschen lebendiger mit Pausen und so weiter. Das ist nicht so wie stumpfes Vorlesen, aber dennoch, man kann auch, ich mache dann auch im Blog zum Beispiel häufig den Hinweis, dass ich sage, so lieber hören als lesen. Dann kannst du switch hier zum Podcast. Also es geht dann ja auch, je nachdem, was die Zielkundschaft so dann auch lieber macht an der Stelle. Ja, genau. Genau, genau. Also und man kann immer diesen habe ich in meinem Podcast auch, ich habe immer den Querverweis. Im Blogartikel kannst du es alles nochmal nachlesen. Meistens kann man sich dann noch Sachen runterladen zusätzlich, damit die Leute in meinen Newsletter kommen. Aber das würde ich am Anfang alles gar nicht machen. Ich würde wirklich erstmal mit Bloggen starten, vielleicht dann ne, so daraus Social Media Posts machen. Such dir 1 oder 2 Social Media Kanäle, das reicht. Man muss nicht auf allen Hochzeiten tanzen. Und das war es dann auch schon. Wir haben ja vorhin darüber gesprochen, dass das ein Weg ist, so die eigene Schreibstimme zu finden und den eigenen Ton zu finden. Mhm. Welche Rolle spielt denn für dich beim Schreiben die Zielgruppe? Man hört ja auch manchmal so von Marketern, du musst so sprechen wie deine Zielkundschaft. Nun könnte man das ja dann hochrechnen und sagen, okay, dann würden ja alle Menschen gleich schreiben oder dann wäre wenig individueller Stil, wenn ich mich so sehr an meiner Zielgruppe orientiere. Aber dennoch gibt's ja vielleicht einen Bezug schon auch zur Leserschaft und mich würde mal interessieren, wie ist der für dich? Ja, also ich glaube, das ist ein Missverständnis, wenn man sagt, du musst so schreiben, wie deine Zielgruppe spricht. Das stimmt so nicht. Du musst die Probleme so adressieren deiner Zielgruppe, so wie sie spricht. Weil wenn du sie in deine eigenen Worte fasst, kann es sein, dass der Hintergrund nicht mehr stimmt, ne? So dass der Inhalt nicht mehr stimmt, dass es inhaltlich sich dreht. Aber wenn ich jetzt eine Frage stelle zum Beispiel, ne, so ich würde zum Beispiel, also ich sage immer ganz viel Content Marketing, das sagt meine Zielgruppe gar nicht. Ne, so ich muss das immer wieder rausstreichen aus meinen Sachen, weil meine Zielgruppe sagt nicht Content Marketing, sondern ne, so mich sieht keiner oder ne, so mich bucht keiner, solche Sachen sagt meine Zielgruppe. Also muss ich natürlich sagen, was ist, wenn du nicht gebucht wirst? Dann kann ich nicht sagen, ach so, ne, so du musst Content Marketing machen und ne, dann wird das schon. Diesen kleinen Hebel, an den muss man rangehen. Ansonsten auf gar keinen Fall so formulieren wie deine Zielgruppe, sondern wie du. Und es gibt ein Modell, mit dem arbeite ich sehr gerne. Ich nenne das die 3 magischen Kreise der Positionierung. In einem ist deine Zielgruppe. In anderen, oh Gott, jetzt kriege ich sie natürlich nicht zusammen. Gott, oh Gott, oh Gott, bist du und deine Werte. Und im dritten ist dein Angebot. Mhm. So, und alle 3 Kreise, ne, so füllst du einmal aus, habe ich halt auch so Fragebogen zu, ne? So, das füllst du einmal aus und die Schnittmenge in der Mitte, da musst du dich bewegen. Egal, ob du schreibst, Marketing machst oder einen Vortrag hältst. In der Schnittmenge, da spielt die Magie. Mhm. Ja, das ist ein ganz, ich nenne es nicht magisch, aber mit diesen 3 Elementen arbeite ich natürlich auch und ich finde immer besonders spannend, auch rauszufiltern und vor allen Dingen auch nicht zu vergessen, so wer bin ich denn eigentlich in dem Ganzen? Und klar. Ich habe, als ich angefangen habe, ganz viel Programme gebucht und auch ein Jahres-Mentoring und da fiel dieser Teil völlig hinten rüber. Also ich habe dann schon gelernt, wie geht ein Elevator-Pitch und ich muss meine Nische und meine Zielgruppe und so weiter finden, aber wer bin ich? Und das finde ich so, ich sage immer, man muss wirklich kräftige Wurzeln schlagen, damit man auch schöne Blüten produziert. Also das ist ein ganz wichtiger Faktor und eben auch dann in diese Bereiche hinein, wie ich mich zeigen will. Also wie schreibe ich? Da sind wir wieder dann bei dem Thema. Was ist dann mein Ton? Was ist meine Stimme? Was sind meine besonderen Vokabeln?
Ja, und nicht nur das. Also wenn wir das ins Sachbuch noch mal ein Stück weiter transferieren, die meisten denken immer so, ja, da gibt's ja schon Bücher zu. Warum, also, ne, dann, also, wenn es da schon was zu gibt, alle versuchen dann immer oder häufig, ne, so versuchen viele in meinem Sachbuchkurs, dann dieses eine Thema, was noch niemand gemacht hat, oder diese eine Technik, die es so noch nicht gibt, dieses Buch zu schreiben, was es so auf dem Markt noch nicht gibt. Das ist Bullshit. Dein Buch wird einzigartig durch dich. Durch dich, deine Werte, deine Tonalität und deine Herangehensweise. Mhm. Ne, so J.K. Rowling hat ja auch nicht gesagt, ja, ach Mensch, Goethe hat den Zauberlehrling schon geschrieben, dann mache ich doch nichts mehr über Zauberer. Das ist doch Quatsch. Ne? Also so, und genauso funktioniert es im Sachbuch auch. Das hört sich bei so einer Geschichte so an, ja, nee, das ist eine ganz andere Geschichte. Ja, aber nimm dir doch mal Krimis, ne? Oder Psychothriller. Gibt es alles schon in allen Varianten und trotzdem haben sie ihr Publikum und trotzdem sind die brillant. Und genauso ist es mit Sachbüchern auch. Ja, ich glaube, das ist sowieso auch zwischendurch wahrscheinlich nochmal der Anker, der einem auch Mut machen kann bei allen möglichen Entscheidungen im Business. Denn es gibt auch schon 150.000 Coaches und trotzdem kommen noch mehr auf den Markt und sie haben auch eine Berechtigung. Aber die Person macht den Unterschied. Das finde ich, und das ist letztlich auch für mich das Mutmachende da dran. Und deswegen lohnt es sich auch so sehr, so in sich zu schauen, so wer bin ich in dem Ganzen. Ja, also ich mach das auch mit meinen Leuten. Also ich mache das selbst beim Sachbuchkurs am Anfang, dass wir eine Werteanalyse machen, gucken, ne, so wer bin ich und wenn ja, wie viele. Das ist immer der Anfang. Zielgruppenanalyse und wer bin ich und wenn ja, wie viele, was habe ich für Glaubenssätze am Start, was sind meine Werte, was macht mich aus, ist überall immer der Start. Und diese Kombination aus beiden. Weil ansonsten ist es so, wenn du nur deine Zielgruppenanalyse hast, dann arbeitest du nur für diese Zielgruppe, nur in Anführungszeichen, und verlierst dich und auch die Besonderheit und dann verlierst du irgendwann auch die Zielgruppe, weil die sagt, ja, das kriege ich woanders auch. Und du bist viel zu sehr in der ganzen Vergleicheritis, nach außen zu gucken, was machen die anderen. Und dann vergisst man sich selber dabei. Genau. Ja. Wie finde ich denn ein gutes Thema? Also angenommen, ich bin jetzt über dieses Stadium schon hinaus, dass ich meine Blogartikel bündel, sondern ich möchte jetzt ich schreibe jetzt, habe die Idee, ich will jetzt zu einem Thema ein rundes Sachbuch schreiben. Ja. Die Frage, die dir am häufigsten gestellt wird von deiner Zielgruppe. Es gibt also, na, so wie finde ich ein gutes Thema, wäre zum Beispiel für mich was, worüber ich jetzt mal demnächst einen Blogartikel schreiben sollte. Wie finde ich ein gutes Thema für ein Sachbuch? Na, so, das werde ich immer wieder gefragt, also schreibe ich darüber dann irgendwann natürlich mal einen Blogartikel. Und aber genau so funktioniert es eben auch mit einem Sachbuch. Also weil ich immer gefragt worden bin, ich habe ja das Sachbuch geschrieben von der Idee zum Sachbuch. Und genau so war es. Ne? So, du, ich habe eine Idee, aber wie schreibt man denn ein Buch? So, das war die Frage, die ich immer wieder gekriegt habe. Und ich habe dann gedacht so, ey, hört auf, mich zu fragen, kauf mein Buch. Ich habe da jetzt ein Buch drüber geschrieben. Aber so ist es im Grunde. Das, was du immer wieder gefragt wirst. Und es gibt Fragen, die sich immer wiederholen. Und dann, da muss man so ein kleines Gespür für entwickeln. Genau wie man sich selbst beobachtet oder auch immer wieder hört, ach, das sagst du häufig oder das finden wir gut an dir. Das wirklich da so ein bisschen sensibel werden und das aufschreiben. Und die Frage, die du immer wieder kriegst, darüber schreibst du ein Buch. So einfach ist das. Klingt sehr einfach. Ja, ist es. Es ist, das ist ja, der Witz an der ganzen Sache ist, dass viele immer denken, oh, das ist ja so schwierig, ein Buch zu schreiben, weil sie denken, man schreibt ein Sachbuch von vorne bis hinten in einem durch und dann muss einen die Muse küssen. Das ist aber ja nicht so. Na, so das erste ist wirklich so die Frage, mit der deine Leute in die Buchhandlung gehen, die beantwortest du in deinem Buch. Das ist deine Kernthese. Und dann gehst du hin, schreibst eine Struktur und an der Struktur lang, das ist verhältnismäßig einfach. Ich habe am Anfang auch immer gedacht, das schaffe ich nicht. Und ich habe so viel geschrieben in meinem Leben beruflich. Ich habe immer gedacht, ein Buch schreiben kann ich nicht. Inzwischen habe ich 16 Bücher geschrieben und na, so das nächste ist in Arbeit. Ich werde noch mal ein bisschen pragmatisch. Ich habe gerade heute Morgen in einem Coaching mit einer Kundin über fokussierten Arbeitsalltag geredet, weil das ja auch ein echtes Thema ist. Wie organisiere ich denn den Schreibprozess? Was hast du da für Tipps? Auch wieder Selbstbeobachtung. Einmal gucken, wann kann ich am besten schreiben? Also zu welcher Zeit? Ne? So, wann fällt es mir am leichtesten zu schreiben? Und dann einmal zu gucken, wie kann ich zu diesen Zeiten mir Schreibzeit freischaufeln und dann am Ball bleiben. Und wirklich gucken,
welche Zeiten, wann geht's am besten? Also da so ein bisschen ausprobieren. Ich zum Beispiel mache morgens die Augen auf und also ich bin noch nicht aus dem Bett raus, da fängt mein Buch im Hirn an zu rattern und dann steige ich aus dem Bett, koche mir einen Kaffee, ich putze mir nicht die Zähne, gar nichts, ich ziehe mich nicht an, sonst irgendwas. Ich setze mich dann hier aufs Sofa, Laptop auf dem Schoß und schreibe eine Stunde durch und dann kann der Tag anfangen. Das ist meine Schreibzeit. Wenn ich mich mittags hinsetzen müsste, weil dann habe ich eine Stunde Zeit, da wird bei mir nichts bei rauskommen. Und deswegen beobachte dich genau, einmal genau, probier mal ein bisschen aus. Deswegen ist Bloggen so ein guter Einstieg, mhm, ne, so beim Bloggen zum Beispiel. Wann funktioniert es am besten und wie passt es am besten in meinen Tagesablauf? Das sind ja manchmal auch zwei Dinge, die man nicht unbedingt, also die nicht immer unbedingt matchen. Und wenn du das rausgefunden hast, dann pack dir das auf Termin und sei diszipliniert. Ja, Disziplin, glaube ich, gehört einfach dazu. Zur Selbstständigkeit, ja, sowieso. Wenn ich alle meine Termine selber mache, dann muss ich auch mich entsprechend dran halten und muss mich gut strukturieren, organisieren. Und ja, Disziplin, glaube ich, ist ein ganz, ganz wichtiger Faktor an der Stelle. Ich finde auch mal gut, was du sagst, so dieses sich selbst beobachten. Zu welchen Tageszeiten bin ich leistungsfähig, wozu? Das würde ich sogar auch noch ausweiten, genau, überhaupt mal zu gucken, so was gelingt mir wann am besten? Wann mache ich am besten so meine Orga-Sachen, wo ich nicht besonders kreativ für sein muss? Und oder wann brauche ich wie fürs Schreiben, wann habe ich die kreativen, genau, Momente? Oder also das nochmal gut zu gucken und mit guten Pausen voneinander zu trennen, sodass so ein Arbeitstag, ja, dann auch ja abwechslungsreich ist und letztlich gut genutzt für alle Dinge, die ich dann tun muss und das möglichst optimal. Ja klar, und es macht auch so wahnsinnig zufrieden. Ne? Also so, wie gesagt, ich stehe morgens auf und arbeite alles das, was so an Kreation im Kopf ist, was gemacht werden muss. Ist egal, ob es jetzt das Buch ist oder, keine Ahnung, neuer Kurs oder so. Das arbeite ich morgens. Ich stehe zwischen 5 und 6 auf und dann arbeite ich das. Ja, aber ich stehe von alleine so auf. Ne? Also so bitte nicht, ich bin kein 5 AM Club oder so ein Quatsch. Ne? Das ist Unsinn. Ich stehe halt von selber so früh auf. Ich bin halt einfach eine Lerche. Das ist so. Und dann fange ich an zu arbeiten und ich arbeite dann durchgehend bis 10 Uhr. Das Einzige, was ich zwischendurch mache, ist Kaffee kochen. Und ansonsten arbeite ich dann durch. Ich habe ohne Pause. Und danach ist mein Hirn auch wirklich, also es fühlt sich komplett ausgelaugt an. Und dann gehe ich mit den Hunden. Und dann mache ich auch arbeitstechnisch eigentlich so gut wie gar nichts mehr. Ne? Nochmal so das ein oder andere Interview, so wie jetzt. Oder aber ich mach noch mal ein bisschen Buchhaltung. Aber mein Arbeitstag ist dann direkt durch. Und das ist für mich die produktivste Art zu arbeiten und es macht mich auch am zufriedensten. Und das sind, glaube ich, so zwei Dinge, die auch matchen müssen. Ne? Und so, ich mag das total. Alle sagen mir immer, ey, du kannst doch nicht 5 Stunden am Stück durcharbeiten. Spinnst du nur, um dir einen Kaffee dann zu kochen? Das geht doch nicht. Doch, bei mir funktioniert das super. Ich mache das gerne. Und irgendwann bin ich dann echt so, dann, ne, wie im Comic sehe ich dann so Sternchen. Und wenn ich Sternchen sehe, höre ich auf. Das ist so mein Zeichen. Okay, alles klar, aufhören. Und ich bin dann super zufrieden. Ich guck dann nochmal, was habe ich alles geschafft? Weil das vergisst du, wenn du in so einem Arbeitstunnel bist. Schreib mir das auf, guck da drauf und denk so, geil, wieder so viel geschafft. Und dann gehe ich mit den Hunden. Du hast ja jetzt schon ein paar Mal angesprochen, was du mit Kundinnen arbeitest. Du hast so im Nebensatz gesagt, fallen gelassen, was du für Programme hast. Vielleicht kannst du das jetzt nochmal ein bisschen expliziter tun. Wenn jetzt Menschen sagen, Sachbuch schreiben, das wäre was für mich. Was können diejenigen tun, wenn sie mit dir arbeiten möchten? Also wenn du mit mir arbeiten möchtest, dann gehst du einmal auf meine Homepage, das ist www.anjaniekerken.de. Also alles zusammengeschrieben, Anja Niekerken. Und dann schaust du einfach mal. Ich habe eine Sektion, ich weiß gar nicht, ich glaube für 0 € heißt sie oder Downloads, irgendwie sowas oder Wissen und Downloads, ich weiß gar nicht, wie sie aktuell heißt. Und da kannst du erstmal gucken, was so zu dir passt. Da sind 20 Blogartikel-Ideen sind da drin. Du kannst einen Marketing-Test machen, du kannst einmal dein gesamtes Marketing abtesten, ne, so wo du stehst, was du brauchst. Ein Workbook-Sachbuch ist drin. Also dann teste deine Sachbuch-Idee ist drin. Und das sind alles 0-Euro-Sachen. Und dann landest du automatisch in meinem Newsletter. Den kannst du auch so abonnieren. Und dann bekommst du täglich Content-Marketing-Tipps von mir und Schreibtipps. Und dann erzähle ich dir auch, ne, so dann und dann ist der nächste Kurs bei mir, also du kannst bei mir lernen bloggen, also ich habe einen Blogkurs, ich habe einen Newsletter-Schreibkurs und ich habe einen Kurs Sachbuch schreiben. Das Ganze gibt's auch als Gesamtpaket, wenn man das komplett haben möchte. Und am besten in meinen Newsletter kommen, weil dann
ne, dann kriegst du immer mit, also kriegst du jeden Tag erstmal einen schönen, also ne, einen schönen Content-Marketing-Tipp beziehungsweise so einen Anstoß zu schreiben, Motivation. Und da erzähle ich halt auch immer, ne, so das und das ist, der und der Kurs ist jetzt geöffnet. Ja, ich werde natürlich deine Internetadresse in den Shownotes verlinken, sodass man sich gleich gut zurechtfindet und gut zu dir findet. Gibt es noch etwas, was du zum Schluss loswerden möchtest? Vielleicht so ein kleiner Mutmacher zum Schreiben? Hast du da noch was für unsere Zuhörerinnen? Ja, auf jeden Fall. Also dieses Überdenken, also so nicht so viel nachdenken über die ganzen Sachen, sondern losschreiben. Und das Schöne ist, wenn man anfängt, das sieht am Anfang eh noch keiner. Man denkt ja immer gleich, also oder auch bei selbst wenn wir einen Instagram-Post machen, am Anfang sieht das kein Mensch, weil wir noch keine FollowerInnen haben und. Aber dieses Veröffentlichen und Rausgehen mit den Sachen macht uns mit der Zeit besser. Und dann sehen wir wieder, ah, okay, so und so ist es. Und wenn es dann irgendwann wirklich mal, was komplett unwahrscheinlich ist, zu irgendwelchen blöden Kommentaren kommen sollte oder zum Shitstorm oder sonst irgendwas, das kann man immer löschen. Du kannst alles immer löschen. Okay, wenn du ein Buch geschrieben hast, die Kritiken bei Amazon, damit musst du dann leben. Bis dahin musst du das gelernt haben. Aber ich denke mal, das ist überhaupt kein Thema. Und so schlimm ist es am Ende auch nicht. Ne? So wenn du bei mir zum Beispiel mal unter den Büchern guckst, da sind auch schon ein paar ganz fiese Rezensionen mit dabei. Aber eben auch viel mehr tolle Rezensionen. Und von daher, es lohnt sich, das auf jeden Fall zu machen. Das denke ich auch. Ein Buchtitel von dir ist ja, im nächsten Leben mache ich was Sinnvolles. Vielleicht machen wir ja auch in diesem Leben schon was Sinnvolles und schreiben vielleicht das nächste Sachbuch. Danke, dass du hier warst. Sehr gut. Hat Spaß gemacht, das Gespräch, und alles, alles Gute. Bettina, vielen Dank, dass ich da sein durfte. Für heute sage ich Tschüss und freue mich, wenn du bei der nächsten Folge wieder reinhörst. Du kannst dich natürlich jederzeit auf www.bettina-bergmann.de über meine Coachings und Programme informieren. Und eine Riesenfreude machst du mir, wenn du meinen Podcast bei Apple oder Spotify bewertest und ihn mit deinen Coaching-Kolleginnen teilst. Bis zum nächsten Mal, auf in die Selbstständigkeit, weil du kannst, was du willst, deine Bettina.